Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video im Jahr 2018 hier auf unserem Kanal, der mittlerweile jetzt auch schon 2 Jahre besteht, und ich bin richtig stolz darauf, dass wir schon das 2-jährige Jubiläum feiern dürfen, mit euch gemeinsam feiern dürfen. Es ist natürlich in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel passiert. Und ich bin halt auch wirklich dankbar für jede Erfahrung, für jedes Erlebnis, was ich in den 2 Jahren haben durfte. Ich freue mich auf das Jahr 2018 mit euch gemeinsam. Bei uns wird sich nicht viel ändern. Das Kanalaussehen, das wird so, wie es ist, bleiben, weil wir das ja alles schon im letzten Jahr geändert haben. Auch das neue Intro wird erstmal so bleiben, wie es ist. Und deswegen wird dieses Video auch ein sehr kurzes Willkommensvideo in diesem Jahr werden, weil ich halt keine großartigen Neuerungen anzukündigen habe. Also wird alles beim Alten bleiben. Natürlich haben wir auch im Jahr 2017 so einiges erleben dürfen, so einige Höhen und Tiefen durchmachen dürfen, aber auch dazu werde ich noch ein gesondertes Video hochladen, einen kleinen Rückblick fürs Jahr 2017, worauf ihr euch dann am Sonntag freuen dürft. Am Montag wird es dann ein Video geben über Melinas und Emilias Schneeabenteuer. Ja, bei uns hat es geschneit. Das war das einzige Mal, dass bei uns wirklich es so heftig geschneit hat, dass es auch wirklich liegen geblieben ist. Und da ich ja weiß, dass bei uns wenig Schnee fällt und wenig Schnee auch liegen bleibt, habe ich sofort die Gunst der Stunde genutzt und bin mit Melina und Emilia raus. Und was wir dort alles dann erlebt haben, wie wir gemeinsam halt einen Schneemann gebaut haben, das werdet ihr dann alles am Montag sehen um 18 Uhr. Und so wird halt auch unser, ja, sage ich jetzt mal, starten. Auch in diesem Jahr wird es einige Projekte geben, die jetzt schon anstehen. Natürlich wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Projekt noch auf uns zukommen, wovon wir jetzt noch überhaupt nichts wissen. Aber auch darauf freue ich mich, das mit euch gemeinsam teilen zu dürfen und dass wir halt wieder gemeinsam, ja, dieses Jahr erleben dürfen, sozusagen. Das erste Projekt wird auch schon Ende Januar erfolgen. Dann wird sich sehr, sehr krass meine Nursery ändern. Mehr dazu werde ich aber auch erst dann erzählen, wenn es dann soweit ist. Also ihr werdet definitiv bei allem auf dem Laufenden gehalten, sozusagen. Dann steht natürlich Münster vor der Tür, wo wir definitiv sein werden dieses Jahr. Wo ich mich auch riesig drüber freue, weil es das erste Mal ist, dass ich so eine Messe mit meiner ganzen Familie besuchen darf. Letztes Jahr in Eschwege war ja nur meine Mama dabei, aber jetzt in Münster, weil das halt nicht so weit von uns entfernt ist, haben wir uns überlegt, dass wir pendeln und dann kann meine ganze Familie mitkommen, also auch meine Schwester und meine Mama. Und ja, ich muss mal gucken, wie ich das mit meinen Babys mache, weil ich hatte auch überlegt, ob ich nicht alle Babys mitnehmen soll. Aber das werden wir dann alles sehen. Ich freue mich natürlich auch wieder, viele von euch dann wiederzusehen, viele von euch vielleicht auch das erste Mal kennenlernen zu dürfen. Aber bis dahin ist ja noch einiges an Zeit. Was hat sich in den letzten 3 Wochen bei uns getan? Wir haben ein bisschen umgeräumt. Unser Wohnzimmer sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber das werdet ihr dann in den kommenden Vlogs sehen, die jetzt dann in der nächsten Zeit kommen werden. Dann hat sich noch etwas geändert bei uns in der Nursery. Und zwar wird Thalia für unbestimmte Zeit im Urlaub sein. Thalia ist bei einer Freundin von uns. Es ist ein junges Mädchen, sie ist 14 Jahre alt und ich weiß, dass ich ihr vertrauen kann, dass ich auch Thalia ihr anvertrauen kann. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, dass Thalia erstmal für unbestimmte Zeit bei ihr sozusagen im Urlaub sein wird.
Das bedeutet natürlich für diesen Kanal oder für hier auf YouTube und auch auf Instagram, dass Thalia natürlich erstmal nicht zu sehen sein wird. Wie lange das sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Es sind ja Melina, Emilia da und Milan und Adina sind ja auch noch da. Von daher fühle ich mich mit dieser Entscheidung und auch mit dieser Situation momentan sehr wohl. Wenn sich da was ändern sollte, dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten und euch natürlich dann halt auch hier auf YouTube Bescheid geben. Ansonsten ist in den letzten 3 Wochen nichts Großartiges passiert. Ich habe ehrlich gesagt 2 Wochen lang gebraucht, um runterzukommen sozusagen. Erst die letzte Woche jetzt konnten wir wirklich genießen, weil die ganze Familie auch frei hatte. Meine Mama war zu Hause, meine Schwester hatte Urlaub und frei und wir konnten dann gemeinsam diese Woche genießen. Es war wirklich schön, wir haben uns viel Ruhe gegönnt, wir haben viel als Familie gemacht, wir haben viel miteinander gequatscht, wir haben gut gegessen. Ja, wir haben einfach diese Woche genossen und es war einfach eine sehr, sehr schöne Woche gewesen. Und dementsprechend schwer fällt es uns natürlich jetzt allen, auch wieder zurück in den Alltag zu kommen. Aber wir werden das schon meistern. Genau. Mehr brauche ich euch heute gar nicht zu erzählen. Es hat sich überhaupt nicht viel geändert bei uns. Und das, was sich geändert hat, das habe ich euch ja jetzt alles erzählt. Mein Kanal wird weiterhin so bleiben wie bisher. Ich freue mich sehr auf das Jahr 2018. Ich hoffe, dass wir gemeinsam dieses Jahr zu einem erfolgreichen, schönen Jahr machen können. Und in dem Sinne bleibt mir eigentlich jetzt nichts mehr anderes übrig, als mich jetzt bei euch zum allerersten Mal in diesem Jahr wieder zu verabschieden. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!